Hey Leute, ich bin's wieder, Gracie Grape aus Taiwan und ich wünsche erstmal einen schönen guten Morgen hier bei euch an einem Sonntag. Also Sonntags sind ja richtig geil, oder? Wahrscheinlich jetzt, das Video kommt aber höchstwahrscheinlich früh am Morgen, wahrscheinlich flätzt sich jetzt gerade so jemand richtig noch im Bett. Das mache ich auch immer gerne, ne? So im Bett und dann das Smartphone hier so schön und so richtig schön flätzen und bei YouTube-Videos reinziehen. Mache ich auch immer richtig gerne. Von daher fühlt euch frei, haut euch in eine gemütliche Position und wir haben jetzt nochmal einen schönen Taiwan-Talk gemeinsam. Und zwar es ist der dritte Taiwan-Talk. Heute ohne Katze, die hat irgendwie keinen Bock. Von daher, ihr seht es auch, ich habe wieder hier einen schönen deutschen Kurzhaarschnitt bekommen. Von daher passt die Sache auch wieder. Womit fangen wir an? Ja, das Thema heute ist Nebenkosten, weil eine Userin hat mich gebeten, hey, Crazy Grape, mach doch mal was hier auf Nebenkosten. Wie sind die Nebenkosten in Taiwan? Und dazu komme ich gleich. Natürlich möchte ich erstmal mein Versprechen halten. Und zwar geht es um das Gewinnspiel, beziehungsweise ja, das Mitmachen vom letzten Mal, wo ich ja gebeten habe, zu zählen, wie oft ich die Katze streichel in meinem zweiten Taiwan-Talk-Video. Und es haben das Leute richtig getippt. Und zwar, das war ein kleines bisschen tricky, es waren fünfmal. Ich habe die Katze fünfmal gestreichelt. Und zwar, Leute, müsst ihr natürlich auch das erste Mal zählen, wo ich die Katze gestreichelt habe. Ich habe die Katze zuerst gestreichelt im Video und dann habe ich erst das Gewinnspiel verkündet. Das war ein bisschen der kleine, ich führe euch auf die falsche Pferde-Gedanke. Hat auch mal geklappt, weil ein paar haben viermal getippt. Stimmt nicht ganz, es war nämlich, weil der erste Streichler vor der Ansage, der zählt natürlich auch für das komplette Video. Von daher waren das fünfmal. Fünfmal habe ich die Katze gestreichelt und es haben richtig getippt, war das hier erstmal Frank Scholl. Glückwunsch an dich, du hast richtig getippt, es waren fünfmal. Und es hat richtig getippt, Kings Gold 90. Von daher auch herzlichen Glückwunsch, Kings Gold 90 und Frank Scholl. Ihr beide habt die richtige Anzahl, nämlich fünfmal gesagt oder beziehungsweise kommentiert im Video. Von daher ihr seid hiermit erwähnt in dem Video. Gut, womit machen wir weiter? Ach ja, Taiwan Talk heißt ja, ich erzähle ein bisschen einen Schwenk aus meinem Erlebten. Und bevor wir hier zu den Nebenkosten kommen, möchte ich sagen, ich habe wieder was erlebt letztens. Es war einfach wieder unfassbar. Zuallererst, erstmal danke nochmal für euren coolen Support und für euer Mitmachen. Ich habe auch ein Bild bekommen, ich glaube, das darf ich zeigen, weil es zeigt keine Gesichter. Und zwar schaut einfach mal, wie Leute mich angucken und ich finde es so richtig cool. Schaut mal, ich finde es so richtig klasse, auf dem Sofa, richtig schön gechillt und dann erstmal richtig schön Crazy Grape reinziehen, schön gemütlich auf der Couch ein bisschen flätzen und das meine ich mal, einfach mal gemütlich irgendwo hin sich chillen und dann erstmal ein paar YouTube-Videos reinziehen, richtig schön. Dann, was ich erlebt habe, ist natürlich richtig nah, war richtig geil. Und zwar habe ich ja ein Video gemacht, das war glaube ich mein letztes Video, Taiwans Wälder. Und da waren wir ja unterwegs, und zwar in diesem Discovery Forest. Und das war wieder eine richtig nice Geschichte. Und zwar bei diesem Discovery Forest, wie sind wir da hin? Und zwar war das hier, die ganze Familie ist in den Familienvan eingestiegen. Und es sind natürlich nicht alle Frauen so, also das möchte ich ja gleich betiteln, aber es war natürlich auch wieder, irgendwie war es wieder typisch. Und zwar die Schwester meiner Freundin hat dann die Destination Location, also den Ankunftsort, in Google Maps eingetippt. Und natürlich hat sie nicht das naheliegendste genommen, nämlich die Adresse dieses Discovery oder Entdeckungswaldes, Discovery Forest, sondern hat einfach den Namen des Berges eingegeben und dann einfach auf Start gedrückt. Und ich habe das nicht mitbekommen, weil ich habe gedacht, okay, Discovery Forest, Adresse eingeben, hinfahren, fertig. Nee, Leute, so war es wieder nicht.
Ihr müsst dazu wissen, wenn man in Google Maps den Namen eines Berges eingibt als Ankunftsort, macht Google das folgendermaßen, nämlich er führt euch auf die Spitze dieses Berges. Ganz schlau. So, da waren wir dann unterwegs mit unserem Familien-Nissan-Van. Und erstmal hier schön durch die Täler, richtig klasse, alles super duper. Aber dann ging es los. Dann ging es hoch. Und in Taiwan ist es nicht so schön gemacht wie in Italien oder in Österreich. So richtig schöne Serpentinen, langgezogen, flache Steigung, nicht so anstrengend. Nee, Leute. Ging so, so ging's und ab dafür. Wir waren dann quasi so im Van hinten in drin gehockt. War das so, so war die Steigung ungefähr. Und dann ging es hoch. Und ich habe gedacht, ja, wo fahren wir jetzt hin? Weil die Straßen wurden immer enger. Die Qualität des Asphaltes ging von normal auf rissig, dann auf brüchig, dann auf bröckelig und dann auf gar nichts mehr vorhanden. Also von da, ich habe schon gedacht, what the fuck, wo gehen wir jetzt hin? Auf jeden Fall waren wir dann ganz oben am Berg gestanden. Einbahnstraße, Schranke, ging nicht mehr weiter. So schmale Straße der Van, geradeaus, so drauf gestanden. Und natürlich kamen, in Taiwan ist es üblich, überall dann natürlich laufende, freilaufende Hunde und Gläffen natürlich auf uns zugerannt. Was macht man? Natürlich hat keiner die Lust gehabt, rauszugehen, die Schranke zu öffnen, dass man in diesem Berghof da oben drehen konnte, weil da waren vier, fünf gläffende Hunde, weil keiner hat Bock, sich natürlich beißen zu lassen. Das heißt, erstmal Rückwärtsgang einlegen und runterrollen lassen mit diesem Familienvan auf dieser bröckligen Straße. Leute. Und dann war natürlich, hä, wo sind wir denn überhaupt? Und dann wurde es gecheckt, aha, die Schwester hat den Namen des Berges und nicht die Location, wo wir eigentlich hin wollten, eingegeben. Und da war natürlich hier wieder ein Gemecker im Auto und klasse, klasse Leute, so muss es sein, der Familienausflug. Auf jeden Fall war man dann in diesem Discovery Forest. Richtig schön, Leute, ich habe es euch ja im Video, könnt ihr nachschauen, richtig nice Sache. Hier dieser Discovery Forest. Und nach diesem, beziehungsweise komm, Leute, ihr seid doch richtig schön am Chillen jetzt am Sonntag, oder? Komm, ihr habt ein paar Minütchen bereit, oder? Und dann zeige ich euch mal hier noch mal eins, zwei Bilder von diesem Discovery Forest. So schön schaut es aus. Es war einfach ein Traum. Ich, meine Freundin, die Familie und dann so ein Wanderabenteuer. Richtig schön. Was haben wir hier noch? Richtig schöne Wasserfälle. Da, das war ein richtig schöner Shot. Da habe ich so eine Kröte. So eine Kröte habe ich in ihrem Hiding Spot, in ihrem Versteck, habe ich entdeckt. Und gleich mal abgedrückt. Das seht ihr auch im Film natürlich. Richtig schön. Kröten sind auch sowas, so wie so angsteinflößend, oder? Ich weiß nicht. So Kröten, Schlangen, Spinnen. Und ich habe da eine Theorie, warum man vor denen Angst hat, weil die haben keine, du kannst deren ihr Verhalten, kannst du von diesen Tieren, kannst du nicht richtig einschätzen. So ein Löwe oder ein Pferd ist natürlich, kannst du einschätzen vom Verhalten. Die laufen ganz normal, die haben ganz normales Bewegungsmuster. Aber so von Kröten und Spinnen, du weißt nicht, was bei denen so abgeht im Kopf. In ihr Bewegungsmuster, das ist Grün ist ganz still und dann geht's BÄM! Und auch bei der Schlange. Schlange, ganz langsam und plötzlich BÄM! Zack! Und du denkst dir, wow, nein, nope, ich bin raus, denkst du dir. Von da ganz eigenartig bei diesen Tieren, dass man sich da ein bisschen komisch fühlt, wenn man die in der Nähe hat. Okay, was als nächstes? Haben wir noch ein Bild? Habe ich hier noch ein Bild gemacht? Ja, natürlich hier. Ja, schaut mal. Richtig schöner Wald. Richtig schöne Wanderwege durch diese ganzen Bäume. Richtig schöne Fauna. Hier generell alles grün bewachsen. Richtig nice. So, und dann, weil es war der Tag, war ja der Geburtstag von der Mutter meiner Freundin. Und dann ging es zum Abendessen, Leute.
Oh mein Gott, Leute, Abendessen. Und beim Geburtstag, da knallen ja die rein, na, da kennen die ja nichts. Leute, wir waren in so einem High-End. Hier auch nochmal schön, nochmal hier, dass ihr es immer seht. Wir waren in so einem High-End-Restaurant und wisst ihr, wie ihr feststellt, dass ihr in einem gehobenen Restaurant seid? Es ist nicht das Essen, es ist nicht das Environment, also es ist nicht die Umgebung. Nein, Leute, nein, so einfach kommt ihr mir nicht davon. Ihr wisst, dass ihr in einem noblen Restaurant seid. Achtung, jetzt kommt's. Die Kellner haben Knöpfe im Ohr. Oh shit. Jetzt ist der Beef am Dampfen. Knöpfe im Ohr, Leute. Darauf müsst ihr achten. Das heißt, die können hier, Echo 1, 2, 3, 1, 2, 3, die können sich hier zwischendurch immer verständigen, ohne aufeinander zuzukommen und sich zu unterhalten. Die können über den Knopf im Ohr können die sich unterhalten und können genau und gleich und spezifisch die Wünsche des Kunden an die Küche weitergeben. Und dann geht es zack, zack, zack und raus und super duper. Leute, Knöpfe im Ohr, ihr wisst Bescheid, High-End, mehr müsst ihr nicht wissen. So, und dann waren wir hier und schaut euch das mal an, Leute. Schaut euch das mal an. Dann waren wir hier in diesem High-End-Restaurant und Leute, da ging es ab. Hier, das sind Kaimare, glaube ich. Oder ich glaube, das ist Tintenfisch. Das ist so eine extra Art von Tintenfisch. Das sind Kalmar oder keine Ahnung, wie das ist. Und auf jeden Fall dann Muscheln. Und dann auch Brot und Käse. Und was haben wir da noch? Ich glaube, ja, dann habe ich hier noch ein paar Bilder gemacht. Leute, schaut mal, das war meine Rib. Ich habe Rib bestellt, also Ribbe, Rippchen. Und das Ding war so groß, ungefähr wie hier meine Hand. So ungefähr so groß war das Ding. Ein Bombending. War nicht ganz billig, war 30 Euro, aber das Teil. Aber wenn du hier ein Hauptmenü isst oder bestellst, wirst du auch dann für dieses All-You-Can-Eat-Buffet freigeschalten. Das heißt, du bezahlst einmal 30 Euro und hast dann hier, wie schon gesagt, hier Oktopus oder was gab es hier noch? Hier richtig geil, Leute, schaut euch das mal an. Fettgrabbe. Grabbe. Hummer war auch dabei. Dann alles mögliche Reis mit Tomaten. Kuchendegel war dabei. Es war eine Salatbar dabei. Es waren Scampis, Garnelen. Sehr Eiscreme war dabei. Also richtig lecker. Da haben wir uns die Wampe, haben wir uns da vollgehaut. Was gab es denn noch? Schaut mal. Was ist das? Ah ja, der hat ein bisschen Hühnchen gehabt. Und Leute, das Hühnchen. Das war so zart. Das war so saftig. Ihr kennt das, ihr macht das selber irgendwie bei euch im Ofen und dann wird es so trocken. Und das da, das war richtig zart, das war saftig und es war einfach nur, oh, es war hammergeil. Leute, aber nicht vergessen, Knöpfe im Ohr. Daran erkennt ihr, okay, hier bin ich richtig, hier bekomme ich richtig geiles Essen. So, jetzt kommen wir eigentlich zum Main Topic. Und zwar kommen wir jetzt zu den Nebenkosten. Ich habe hier eine richtig schöne Seite gefunden im Internet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier parallel euch aufrufen. Und zwar schauen wir mal hier. Und zwar heißt die Internetseite, ihr seht es dann gleich hier, taiwanscout.com. Taiwanscout.com. Und da gibt es verschiedene Tipps und vor anderem auch hier die Lebenshaltungskosten. Und ich sag mal, wir gehen mal einfach hier der Reihe nach durch. Lebenshaltungskosten in Taiwan. Hier seht ihr ja schon, damals 2015 war der Umrechnungsfaktor 1 Euro, sind 37 taiwanesische New Dollar. Wir haben jetzt 2018. Momentan ist es so ungefähr 1 zu 36, 1 zu 35. Also er ist ein bisschen stärker geworden. Ein bisschen bloß. So. Wir gehen mal einfach mal durch, okay? Also taiwanscout.com, ihr könnt parallel mitgucken, wenn ihr möchtet. Drückt mal kurz auf Pause dieses Video, drückt mal kurz auf Pause, geht einen neuen Tab auf, macht ihr Internetseite auf und dann könnt ihr mit mir gemeinsam da mal durchscrollen. Speisen in einem durchschnittlichen Restaurant, 100 NT, also ungefähr 2,70 Euro, ist sogar in einem durchschnittlichen Restaurant jetzt ein bisschen billiger geworden. Also ich habe auch mal einen Vlog gemacht, wo ich Nudeln gegessen habe in so einem Nudelhaus. Da haben die Nudeln 65 NT gekostet, also rund 1,70 Euro.
Also nochmal ein Euro weniger. Von da in einem so in der Stadt, wenn ihr so einen kleinen Imbiss oder so einen Imbissladen seht, könnt ihr richtig günstig essen und es ist auch richtig viel. Von daher Daumen nach oben. 4 von 5 Asiadrachen gebe ich dem Ganzen. So, Dreigangmenü, ja, also wie schon gesagt, es kommt darauf an, in welchem Lokal es halt, von daher gebe ich da jetzt nichts drauf. Hier auch ein guter Indikator, wie billig ein Land ist, McMeal bei McDonald's. Bei uns kostet, glaube ich, ein Menü um die 5, 6 Euro, je nachdem. Ich glaube sogar bis zu 7 oder 8 Euro. Ich esse wenig McDonald's, von daher Entschuldigung, wenn ich die Preise nicht weiß, aber ich glaube mit 3,25 Euro schon ziemlich günstig hier. Da bekommt ihr eine große Cola, Pommes und einen Burger. Was es hier nicht gibt, ist bei McDonald's, nur mal kurz aus der Anekdotenecke erzählt. Hier könnt ihr nicht wieder eure Getränke auffüllen. Also in Deutschland ist es ja mittlerweile Standard, dass ihr überall hier, ihr kauft einmal das Getränk und habt ihr diese Auffüllautomaten, wo ihr immer wieder nachholen könnt. Ist hier nicht der Fall in Taiwan, hier bekommt ihr ein Getränk und damit Finish. Vielleicht kommt es ja auch irgendwann mal, mal schauen. Dann, jetzt kommt, Highlight, Leute. Ich habe es euch schon mal gesagt, hier Alkohol, brutalsteuer. Also wenn ihr denkt, okay, mach mal Saufurlaub, La Paloma, Taiwan, nope, forget it, nope. Die haben sich gedacht, okay, machen wir hier anders. Und zwar, ihr seht auch die einheimischen Biere, kann ich so bestätigen, die Preise sind immer noch aktuell. Einheimische Bier, 50 NT, also ca. 1,35 Euro für eine 0,5 Dose. Dann Importbier, also wenn ihr so habt, so ein Heineken oder ich sag mal ein Corona etc. In der 0,33 Liter, 1,80 Euro die Dose. Ich habe auch hier mal eine 0,5er und zwar, es war ein Paulaner, ne Quatsch, doch, war es ein Paulaner? Ein Paulaner Dunkel habe ich mir gegönnt, hat sogar glaube ich 2 Euro gekostet, von daher richtig teuer. Ein Cappuccino, 1,90 Euro, ist Standard, sag ich mal, ist okay. Dann hier Coke Pepsi, 0,33, die Dose kostet 70 Cent, kann ich so bestätigen. Ein bisschen billiger vielleicht heute momentan. Was aber auch ist, ist, die haben diese großen 2 Liter Flaschen und die kosten bloß 1 Euro. Von daher kann man sich hier abschätzen, habe ich Bock, das auf mehrere Tage aufzuteilen, dann ist es natürlich günstiger, dass ihr euch so eine Coke-Flasche kauft. Jetzt denkt ihr euch, warum erzählt euch der Depp hier immer die ganzen Stories von einzelnen Dosen oder Flaschen. Bei uns gehe ich in Deutschland in einen Getränkemarkt, hole mir eine ganze Kiste und freue mich meines Lebens. Nope. Also hier in Taiwan gibt es keine Getränkeläden, wo ihr richtig Kisten kaufen könnt. Gibt es hier nicht. Das Einzige, was es gibt, sind so Sixpacks oder was in Plastik. Aber Getränkeläden und Kästen, ganze Kästen kaufen, gibt's hier nicht. Gut, Wasser, okay, 55 Cent, ja. Hier gibt es auch verschiedene Qualitäten, ob du Wohlweg nimmst oder Scheiß drauf, von daher kann man es so stehen lassen. So, Supermärkte. Jetzt kommt der tägliche Einkauf, Leute. Jetzt kommt der tägliche Einkauf und ihr seht's, die Spinnen. Milch. Bei uns regen sich die Leute auf, dass die Milch mal, weiß ich, 70 Cent kostet oder was. Leute, gebt euch dies Scheiße. 2,30 Euro der Liter und es ist nicht gefaked. Es ist wirklich so. Milch oder beziehungsweise Milchprodukte sind hier, Joghurt, Käse, sind hier brutalst teuer. Warum ist es hier so teuer? Weil natürlich hier in Taiwan, in diesem kleinen Land, wo die Hälfte der Stadt ist, dann in der Mitte ist Berg, richtiges Gebirge, aber richtig hoch. Und auf der anderen Seite ist nur ein bisschen so Flachland oder gleich Küste. Hier hat man keine Weiden, hier kann man keine Kühe halten. Kann man hier nicht halten, geht nicht. Von daher muss die ganze Milch importiert werden. Daher ist es hier so teuer, Leute. Und weil hier Milch immer frisch gehalten werden muss, darf die Kühlkette auch nicht unterbrochen werden. Von daher die Kosten vertretbar, von dem Aufwand her zumindest gesehen. Aber Leute, 2,30 Euro, da kann man nicht wie bei uns jeden Tag bei Nougat-Bitzenei pfeifen in der Schüssel. Das kommt ganz schnell ganz teuer, Leute. Lasst es. Dann Weißbrot, 1,20 Euro, 500 Gramm, so ungefähr wie bei uns. Reis, 1,90 Euro das Kilo, ist in Ordnung. Käse hier,
Leute, 1 Kilo Käse, 12,10 € das Kilo. Deswegen sage ich euch, Leute, lasst. Dann hier das Zeug hier, Hähnchenbrust und so ist wieder ein wenig günstiger, 5,70 € das Kilo. Rindfleisch, ja, wie bei uns auch, richtig gut Qualität, 14,20 €. Dann Äpfel, Bananen, hier in den unteren Euro-Bereichen, Regionen, Kartoffeln, 1,55 € das Kilo. Ist, glaube ich, bei uns auch günstiger in Deutschland. Zwiebeln ist 1,40 € das Kilo. Einheimisches Bier haben wir schon oben schon gehabt. Importbier habe ich ja gesagt. Zigaretten. Zigaretten sind wiederum hier sehr günstig. Also Tabaksteuer haben die nicht so wie bei uns. Da kriegt man schon hier für alle, die Raucher sind, für 2,30 €. Also weniger als die Hälfte wie in Deutschland bekommt man hier die Schachtel. So, dann andere Nebenkosten hier. Transport. Einzelfahrten, also öffentliche Verkehrsmittel hier, top. 5 von 5 Asiadrachen, Daumen nach oben. 60 Cent, also U-Bahn, also MRT heißt es hier, U-Bahn, Busse, Leute, brutalst billig. Ich habe es ja schon mal erwähnt, wir sind hier in Hsinchu, nach Taipei sind es circa 1,5 bis 1,75 Stunden mit dem Bus und wir zahlen für die einfache Fahrt, zahlen wir um die 3 Euro, 3,50 €. Einfach. Richtig top. Im Taxi kann ich zu nichts sagen, ich verwende hier kein Taxi. Weiß ich nicht. Benzin, preisgleich, wie, also ein bisschen teuer, 30 NT-Dollar sind es heute. Von daher aber, das ist minimalst. Also Benzin ist hier auch richtig günstig. Die Hälfte ungefähr wie bei uns. 70 Cent, also 80 Cent momentan. 75 bis 80 Cent zahlt die hier für einen Liter Benzin. Ja, keine Ahnung, Volkswagen Golf kostet hier 21.000 Euro. 22.000 Euro, kann ich dazu jetzt nichts sagen, muss ich jetzt hier so stehen lassen, habe ich jetzt noch in keinem Autohaus nachgeprüft. Dann, wie schaut es mit den Nebenkosten aus im Haus? Strom, Wasser, Müll, Heizung haben die jetzt hier zusammengefasst, circa 60 Euro, 61 Euro, kann ich so stehen lassen, stimmt. Je nachdem halt, wie oft ihr Klimaanlage benutzt, das ist ja quasi alles nur so circa Angaben, von daher nehmt es jetzt so genau. Aber auch hier Nebenkosten hier relativ günstig hier in Taiwan. Dann Smartphone steht hier nicht, aber ich schmeiß mal in die Kamera rein. Smartphone, Tarife, also Tarife, Mobilfunktarife, sehr günstig hier in Taiwan. Ich zahle jetzt als Neukunde, war ich hier bei dieser abgespeckten Telekom hier, zahle ich für 3G. Unbegrenzte, also unbegrenztes Datenvolumen. Ich kann hier alles machen. Ich kann hier mein Handy mit dem Laptop verbinden, kann mit dem Laptop surfen. Interessiert nicht. Kann hier ungestört die Daten verbrauchen. Kostet mir 12 Euro im Monat. 12 Euro. Dann gibt es noch die Variante 4G. Die kostet ein bisschen mehr. Und dann hier in Taiwan ist es auch so, die haben hier schon ganz so ein 5G. Also. Von daher aber alles sehr im bezahlbaren Rahmen, nicht so wie bei uns in Deutschland, wo du hier richtig abgezockt wirst von manchen. Dann kann ich so bestätigen, Fitnessclub bin ich selber in einem Fitnessstudio im Gym, 36 Euro, so ziemlich preisgleich wie in Deutschland. Tennisplatz weiß ich nicht, kann ich nichts sagen dazu, 6,80 €. Aber da das ganze andere hier so akkurat aufgelistet ist und ich bestätigen kann, denke ich auch, dass ich hier mit 7,80 €, dass das hier, denke ich, so stimmen wird. Dann Kleidung. Kleidung in Taiwan ist genauso teuer wie in Deutschland. Das heißt, willst du eine Levi's Jeans, eine Levi's Jeans, egal wie man es ausspricht, zahlst du auch deine 120, 130 Euro. Möchtest du deine Adidas Boots, zahlst du auch deine 100, je nachdem welche Art von Adidas Schuh du möchtest, deine 90 bis 190 Euro im Laden. Egal, was du möchtest, Nike etc. Aber es ist nicht alles so schlimm. Hier gibt es auch ein H&M und hier Eigenmarke Produktion zum Beispiel. Oder die haben ja auch hier Gap. Ich mache hier auch Gap. Gap ist eine US-Marke. Da kann man auch günstige T-Shirts für 10 Euro, 15 Euro kaufen.
Also je nachdem, was du möchtest, zahlst du auch. Das ist hier bei uns in Deutschland. Gehst du nach H&M, zahlst du für eine Bluse, weiß ich, 10 Euro. Gehst du in ein Fachgeschäft, eine Nike, Adidas, zahlst du auch da 60, 70 Euro in Deutschland. Von daher kann man es so stehen lassen. So, das war es jetzt mit diesen Lebenshaltungskosten. Jetzt habe ich noch kurz ein Thema, denn der User Frank Scholl, Grüße gehen raus, hat in den Kommentaren gefragt, hey Crazy Grape, wie sieht es denn aus mit Gesellschaftsspielen oder Brettspielen? Gibt es sowas in Taiwan? Und wenn ja, was, welche denn? Und ja, gibt es. Habe ich jetzt dir auch mal rausgesucht. Und zwar gibt es hier ein Spiel, das heißt Mahjong. Ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Und zwar spielen es vier Spieler gegeneinander. Vier Spieler. Und es gibt einen Pool von solchen Plättchen. Und diese Plättchen, auf diesen Plättchen sind Symbole, einseitig bedruckt und auf der anderen Seite sind die blind. Und es gibt von jedem Symbol gibt es drei gleiche Plättchen. Und das Ziel dieses Spieles ist es, du bekommst 14 Plättchen, bekommt jeder Spieler circa, oder ich glaube 16, bekommt jeder Spieler am Anfang. Die dürfen die Gegner natürlich nicht sehen, die anderen Mitspieler. Und Ziel ist es, Pärchen zu finden oder Reihen, Zahlenreihen, und die dann abzulegen. Und wer zuerst keine Plättchen mehr hat, der hat natürlich das Spiel gewonnen. Das ist ein sehr beliebtes Spiel in Taiwan. Das spielen die auch manchmal um richtig viel Geld. Und das ist von meiner Ansicht an, oder was ich mitbekommen habe, das Gesellschaftsspiel hier in Taiwan. Ich hoffe, dir damit die Frage beantwortet zu haben. Und Leute, ich wünsche euch allen jetzt nochmal einen wunderschönen Sonntag. Ich danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr fletzt euch heute noch ein bisschen schön aufs Sofa. Ich hoffe wirklich, ich habe gestern am Samstag nicht vergessen, eure wöchentliche Packung Nougat-Bits zu kaufen, dass ihr nochmal richtig schön reinsnacken könnt jetzt. Richtig schön gemütlich am Sonntag. Und genießt den Tag. Bis dahin, euer Crazy Grape. Tschüss.